Hallo Leute, willkommen zu Mr. Angezockt, spielt Clash of Clans. Schön, dass ihr zuschaut und naja, ich entschuldige mich direkt mal. Ich weiß, ich habe die Clash of Clans ein bisschen vernachlässigt die letzte Zeit, gerade die Base Reviews. Das tut mir auch echt leid. Einfach, ich hatte ein organisatorisches Problem, das ich jetzt hingekriegt habe. Das heißt, Base Reviews kommen, sobald die Liste voll ist mit Anfragen, wieder regelmäßig. Und momentan ist er voll, dass wir bestimmt ein, zwei Folgen Base-Reviews machen können. Das heißt, wenn einer von euch, der jetzt gerade zuschaut, ein Base-Review haben will, einfach unter das Video Name, Clan, Kürzel, irgendwas Nettes. Wäre ganz toll, wenn das Wort Bitte besuch mich drin vorkommt, weil danach kann ich filtern, dann finde ich euch auch. Und ich hoffe natürlich, dass ich keinen überspringe, der da hat. Ich versuche das so gut wie möglich zu organisiert. Das klappt ganz gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal in die Liste. Die ersten Anfragen hatte ich hier im Chat gesammelt. Das heißt, da kommen jetzt mal ein paar aus meinem Clan. Was ich jetzt optimiert habe, wir suchen gerade den Markus mit C. Was ich optimiert habe, ist, Clash of Clans hat jetzt zwei feste Tage. Das heißt, es kommt jeden, hier ist er, also heute und Samstag Clash of Clans. Wenn wir genug Base Reviews haben, sind Base Reviews dabei. Ansonsten wird es irgendwelche Action geben, Angriffe, Clan War oder so. Ich möchte Clash of Clans weiter aktiv führen. Gucken wir mal hier. Was mir vom Prinzip nicht gefällt, sind Doppelmauern. Man sieht, dass du hast da schon ein Konzept in deiner Abwehr drin. Das muss man sagen. Du bist Rathaus Level 7, das heißt, die Teslas könnten schon höher sein. Auch die Level 5 Mauer könnte schon höher sein. Und da die Bogenschützentürme auch noch nicht alle voll sind, behaupte ich, du bist relativ frisch auf Level 7. Also, wie gesagt, Doppelmauern gefallen mir nicht. Mauern sind wichtig und man kann bestimmt da noch ein paar andere Sachen mehr mit reinpacken, um dann mehr zu beschützen. Auch hier zum Beispiel, wenn du mal anguckst, der Bogenschützturm hat bis hierhin Range. Das heißt, du könntest auch alle Gebäude da nochmal eins wegziehen, dass einfach die Range, wo der Gegner droppen kann, ein bisschen weiter ist. Sonst ist ganz gut verteilt alles. Die Teslas an den Stellen gefallen mir auch nicht so gut. Hier und da. Ich sage jetzt mal meine Vermutung, du warst die ganze Zeit Rathaus Level 6, bist jetzt 7 aufgestiegen und hast es noch nicht so komplett aufgebaut. Darum empfehle ich dir, Teslas sind eine heftige Verteidigung. Hier sind die relativ ungeschützt, darum irgendwo hinter die Mauer, dann machen die echt guten Schaden. Da muss erstmal der Gegner durchkommen. Minenwerfer stehen gut, King steht passabel gut. Die wichtigsten Lager sind beschützt, also da kann man nichts sagen, aber man sieht, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, aber ich denke, hier kann man noch ein bisschen was optimieren. Die Verteidigung in Blöcken zu stehen ist super. Ich würde trotzdem die übrigen Mauern nehmen, um vielleicht noch die Teslas irgendwo mit reinzubauen. Sonst, du beschützt nur das Wichtigste. Alles, was jetzt hier draußen steht, das kann auch weiter draußen stehen bleiben. Bomben hast du schon hochgelevelt, das ist gut. Also du bist auf einem echt guten Weg. Nutzt die Doppelmauern für ein bisschen mehr. Da wäre die Frage, ob man das nicht noch irgendwie mitten reinbringt. Ist die Frage, der König verteidigt so viel nicht, ob man dann lieber das Gold hier reinsetzt und einen König so in die zweite Reihe. Auch ist es immer sehr. Okay, ich würde so machen, Clanburg in die Mitte. Das ist mal das Wichtigste, weil das hier schön zentral steht. Bei uns kriegt man ja auch immer recht viel Einheiten gespendet. Und dann passt das. Moment, so. Und dann verteidigen die halt überall mit, aber an sich schönes Lager und weiter so. Was haben wir denn heute? Dann gehen wir zum nächsten. Den Jonathan von den Siegertypen hat direkt die Clan-ID mit angegeben. Und ich kann leider wieder nicht kopieren. Es mag mich einfach manchmal nicht. PJ82L2.
H2VC. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wer darf denn alles hier bei dir ein Base-Review haben? Ja. Jonathan, da haben wir ihn als Ältester. Prinzipiell jeder. Von dem niedrigstlevelsten Anfänger bis zum höchstleveligen Profi, der einfach nur mal seine Base zeigen will. Da kann ich dann meist nichts mehr verbessern, weil die einfach spitze sind, manche Bases. Aber manchmal will man ja auch einfach nur zeigen, was man hat, und dafür sehr gern. Dein Rathaus ist kaputt, aber sonst steht alles, hat jemand weggesniped. Sehr schöner Aufbau, Jonathan. Hier sieht man, du hast dir echt Gedanken gemacht, schön alles umkastelt. Hier wirst du ein paar Teslas verstecken. Hier sieht man schön Clanburg in der Mitte. Ganz in der Mitte natürlich das Wichtigste zu verteidigen. Und ich denke, du sparst dann langsam auf die Queen. Was bist du für ein Rathaus? Oh, 8 erst, okay. Sehr schöne Base. Auch das ist so eine Base. Hier muss man nicht viel sagen. Steht alles richtig. Die Luftfeger, da muss man mal gucken, stehen sie richtig. Ich denke, so keiner weiß noch so wirklich, wo man das Ding mit unterbringen soll. Aber an sich schnell und schmerzlos, schöne Base. Gibt nichts, worüber ich jetzt meckern würde. Und darum, mach weiter so. So, jetzt haben wir wieder mal 3, 4 Mister angezockt, Clan. Mitglieder in Folge. Ich hoffe natürlich, manche Anfragen sind schon älter, ob diejenigen noch da sind. Wir suchen den Is Weasel. Da haben wir ihn. Besuchen wir. Is Weasel, deine Base ist kaputt. Kann man noch irgendwas sehen? Rathaus Level 5, du hast jetzt schon mal schön die Mitte. Hier sind die... Für Rathaus Level 5 finde ich die schon mal sehr gut. Also das, was man sieht, auf jeden Fall. Du hast Ahnung vom Spiel. Du hast alles gut platziert. Ich drücke dir die Daumen, dass es beim nächsten Mal klappt, dass ich dann sehe, wenn du wieder runterschreibst, wie deine Base aufgebaut aussieht. Aber an sich sah die echt ordentlich aus, strukturiert. Jetzt suchen wir den King Julian. Ah, mit die königlichen Fuße von der Pinguin, der King Julian. So, wo haben wir ihn, den King Julian? Königliche Fuße. King Julian 2001. 2001 hat er unter dem Video unterschlagen. Aber schauen wir. Schauen wir. Rathaus Level 8. Tesla 1, Tesla 2, das ist zu niedrig. Die dritte Tesla hättest du schon bauen können. Und die hätten auf Level 7 schon auf 3 sein können. Ich weiß, ist teuer. Und Luftabwehr hier ist halt auch sehr, sehr low. Was der Aufbau hier in der Mitte, der ist klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut, deine Base, muss ich sagen. Also gerade das hier mit den Mauern. Bis hier jemand durchkommt in die Mitte. Die Minenwerfer stehen klasse verteilt. Wo ist denn dein King? Sehe ich den gerade nicht. Ah, macht ein Nickerchen. Ja, auch schöne Position. Halt die Verteidigung ein bisschen low. Mauern sind gut, auch sogar einige schon auf Level 7. Finde ich klasse. Sonst Verteidigung ein bisschen low. Aufbau finde ich richtig gut. Gefällt mir sehr schön. Der Luftfeger, der nach dahin zeigt, den finde ich jetzt ein bisschen unnütz an der Stelle. Weil angenommen... Jeder, der von hier kommt, ist schon mal an den beiden Luftabwehren vorbei. Würde ich mir entweder die Ausrichtung überlegen, nach da oder nach hier oder so schräg nach da. Das solltest du dir nochmal angucken. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich ja aufholen will. King Dimitrio, auch bei uns, sagt mir jetzt so gerade spontan nichts. Aber ich habe auch mehr WWE gerade gesuchtet wie Clash of Clans. Aber es ist versprochen, fest auch. Oh, Seth Rollins haben wir hier drin. King Marcel, wen suchen wir nochmal? King Dimitro. Randy Orton, alle WWE Superstars hier im Clash of Clans. King Heido. Und das war's. Ist nicht da. Jetzt diesmal richtig, letztes Mal falsch besucht, diesmal gehe ich zum Makrone-Fahrrad, diesmal zum richtigen. Ich besuche,
hat mir auch gerade ein paar Einheiten gespendet und genau darum war ich mir relativ sicher, dass alles steht. Das hier ist ein ganz ähnlicher Aufbau, auch die Teslas noch nicht aufgelevelt. Ich weiß, die sind sackteuer, aber auch auf 7 hätten die schon auf 1 stehen, auf 3 stehen können. Die machen so heftig Damage, unterschätzt das nicht. Level 5 Bomben finde ich richtig gut, habe ich auch nicht angegangen. Level 10 Kanonen, also du bist sehr, sehr gut. Investier das Geld in die Teslas, ansonsten bist du ja überall echt gut dabei. Also hier gibt es ja gar nichts zu meckern. Da kann ich dir nur sagen, mach weiter so. Ich mag hier den Aufbau sehr. Außenrum, ja, die Frage, ob du hier nochmal ein bisschen, nee, das passt schon im Großen und Ganzen so. Schicke Base weiter so. Dann sind wir bei dem Hi-Buy. Der Hi-Buy hat er extra geschrieben, oh meine Güte, ich war schon lange gar nicht mehr da. Ist ja richtig viel abgegangen bei euch und das stimmt, es ist viel abgegangen. Wir sind echt gewachsen die letzten Tage und Monate. G0C, warte mal, G0CR. Und darum besuchen wir den guten Hi-Buy bei den Loopers. Hi-Buy, Älteste, besuchen wir. Im Stream, wenn ich mal wieder Clash of Clans Stream mache, ich habe den Clash of Clans Stream Tag geändert. Es ist nicht mehr der Sonntag, es wird in Zukunft der Samstag sein. Dann machen wir Base Review mit Profil. Hier im Video geht nur ohne Profil, weil es einfach so viele Anfragen sind. Hatte ich schon gesagt, jeder, der will, kann unter das Video schreiben. So, machen wir mal hier. Also, Hi-Buy, schicke Base. Gibt auch wieder hier nichts zu meckern. Clanburg in der Mitte, dunkles Elixier in der Mitte. Die Luftabwehr, ja, die ist auch gut in der Mitte. Minenwerfer stehen schick drumherum, das mag ich sehr. Dass die Minenwerfer beschützt werden durch die Magiertürme. Die Blöcke hier sehen sehr gut aus. Sehr schicke Base, King Level 6. Hier gibt's auch nichts zu meckern. Und irgendwie sieht die optisch auch stylisch aus. Also hier die Form macht einiges her. Hi-Buy, deine Base ist klasse. Den finde ich jetzt richtig ausgerichtet. Wobei die Frage ist, ob man dann die zwei Sachen nicht... Na ne, Markierturm. Ja, das passt schon. Passt schon erst rein. So. Jetzt muss ich ja tippen. So, dann hat er mich noch der gute Fabi W. angeschrieben. Bestimmt heißt er Fabian Weber oder sowas. Fabi W. Burg Schwalbach. Burg Schwalbach und der Fabi W. Wo ist er, der Fabi? Da ist er. Oh, das mit Blitz sieht ja stylisch aus. Matthias. Ja. So, Fabi W. Wo bist du? Minenwerfer. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Deine Base sieht auch so nach Anbau aus. Also ich behaupte, du hattest eine gute Level 6 Base und hast die erweitert. Auch das hier, ich vermute jetzt mal, hier ist eine Tesla dahinter und noch ein paar Bomben. Hier ist eine Tesla dahinter. Würde ich so nicht bauen, weil wenn ich vermute, dass hier, da und hier eine Tesla ist, würde ich von da auch nicht angreifen. Minenwerfer, ja, die stehen im Dreieck gut, die Bogenschützentürme, ja, der Magierturm. Also, ich sag, du bist frisch aufgelevelt auf 7 und hast, weil die Bogenschützentürme auch noch nicht aufgelevelt sind, die Magiertürme, die Cannons, darum hast du nur angebaut. Du solltest nochmal komplett neu bauen, dass es ein runder Bau wird. Wo ist denn die Clanburg draußen? Ist ganz, ganz, ganz schlecht. Darum muss in die Mitte, dass sie das ganze Gebiet abdeckt. Hier sehe ich noch ein bisschen mehr Baustelle, aber wie gesagt, ich denke, liegt am Aufleveln. Was ich dir noch als Tipp mit an die Hand geben würde, ich finde es immer ungünstig, die Lager hier so im Block zu machen. Weil überleg mal, du, die Lager sind voll, die Sammler sind voll und ich
Batsch angreife, komm nur mit Bogenschützen, hol mir die Lage, komm nur mit Bogenschützen, hol mir die Lage, dann habe ich schon mal eine ganze Ecke an Kohle dir abgegriffen. Und ja, und es weg, darum einfach mal mit solchen Gebäuden hier ein bisschen mischen, halt Gebäude, die nichts bringen, die schön draußen stehen können, und sonst guck nochmal, dass du da ein bisschen aufbaust. Wenn du Fragen hast, einfach fragen. So, aber das ist jetzt zu viel, um es einfach mal komplett zu sagen. Einen machen wir noch, den Marvin, also Marvin. Und der ist bei MyClash drinne. Ich bin gespannt, ob wir da was finden. Habe ich befürchtet. Und interessant, es gibt mehrere MyClashs. Tja, es gibt sehr viele MyClashs. Und wo auch ganz viel immer nur einer drin ist. Gucken wir, ob wir einen größeren finden. Warum gibt es denn so viel mit gleichen Namen? Das wusste ich gar nicht, das geht, gleicher Name. Wahrscheinlich haben sie dafür die Clan-ID nämlich eingerichtet. Entschuldigung. Kiss My Clash. Das ist auch gut. Tja. Marvin, guter Tipp für alle anderen, gebt immer dieses Clan-Kürzel hier mit an, dann finde ich auf jeden Fall auch euren Clan. Ich klicke jetzt mal, oh danke Jonas, durch 1, 2 noch durch, aber die Zeit haben wir eigentlich nicht, hier alles durchzuklicken, und darum bitte immer mit Clan-Kürzel. Einen gucke mal noch, sehr schickes Logo, finde ich das hier immer wieder. Ja. Leider nicht gefunden, Marvin. Und dann sage ich, das war's schon für heute. Wenn ich mir die Liste angucke, wir haben gut die Hälfte von den Base-Reviews geschafft. Das heißt, es wird am Samstag nochmal ein Base-Review-Video geben. Ich mache die immer, wenn so 15 bis 20 Leute zusammengekommen sind. Jetzt hatte ich ein bisschen getrödelt, also darum sind ein paar mehr zusammengekommen. Aber was heißt, wenn ihr ein Base-Review wollt, einfach unter das Video schreiben. Bitte aber immer ein Clash of Clans-Video drunter schreiben. Und darum sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal am Samstag, wenn es wieder heißt, Mr. Angezeugt spielt Clash of Clans. Macht's gut!